Monsieur Damien Faux Cuisinier. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin, ein Buch gedruckt, vollkommen ohne Serifen, deshalb schwer zu lesen. Der Inhalt ist teilweise sehr, sehr fragwürdig. Es ist das Berufsschulbuch für Köche, deshalb wird es trotzdem vorgelesen. Ich zeige es. So. Im Teil Arbeitssicherheit bin ich angekommen bei Kapitel 1 Unfallverhütung 1.5 Elektrische Anlagen, Electrical Appliances, Lesesystem Elektrik. Ein System ist männlich. 1.5 Elektrische Anlagen. Bereitspannungen über 50 Volt können zum Tod führen, wenn sie durch den menschlichen Körper fließen. Für gewerbliche Räume sind Geräte und Steckvorrichtungen mit Schutzkontakten vorgeschrieben. Isolationsfehler werden dabei nach außen nicht wirksam, weil Fehlspannungen über den Schutzleiter abgeleitet werden und nicht durch den menschlichen Körper fließen. Da steht schon nur noch Scheiße. Das Ganze ist ein bisschen komplexer. Es gibt auch Geräte, die merken, dass man sie anfasst. Verlängerungskabel ohne Schutzleiter setzen die Schutzwirkung außer Kraft. Wer an Geräten mit Schutzleitung oder Schuko-Steckdosenänderungen vornimmt, handelt verantwortungslos. Eine kleine Verwechslung und der Schutzleiter kann todbringend sein. Das ist auch wieder der Teil, den ich nicht verstehe. In der Küche ist es besonders gefährlich, beschädigte Leitungen selbst zu reparieren. Da steht wirklich nur Scheiße gerade. Man soll nicht einfach elektrische Geräte verändern, aber warum Schutzleiter tödlich wirken kann, ist mir an der Stelle nicht klar. Wenn man an der Heizung erdet und dann irgendwo dran packt, dann ist es tödlich, aber bestimmt nicht ein Schutzleiter, der mit einem elektrischen Gehäuse verbunden ist. In der Küche ist es besonders gefährlich, beschädigte Leitungen selbst zu reparieren, denn bei Feuchtigkeit kann der elektrische Strom die Isolierung überwinden und dadurch zu Unfällen führen. Sicherungen sind Schutzeinrichtungen. Sie unterbrechen den Stromkreis, wenn eine bestimmte Belastung durch zu hohen Verbrauch des Kurzschlusses oder Kurzschluss überschritten wird. Von einem Kurzschluss spricht man, wenn elektrischer Strom ohne Widerstand von einem Pol zum anderen fließt. Zum Beispiel bei schadhafter Isolierung von Verbindungskabeln. Ich möchte an der Stelle sagen, elektrischer Strom kann nicht ohne Widerstand fließen. Selbst in Supraleitern gibt es einen. Schutzmaßnahmen bei elektrischen Unfällen. Elektrischer Strom wirkt nur, wenn er fließen kann. Darum. Ansonsten ist es kein elektrischer Strom, sondern eine statische Ladung. Schön, dass wir darüber geredet haben. Vorrettungsmaßnahmen, Stromkreis unterbrechen, zum Beispiel Sicherungsschalter umlegen, Retter ist isoliert, zum Beispiel auf Unterlagen von Karton. Dieses Retter ist isoliert, ist auch schon komplette Scheiße. Man soll die Sicherung rausnehmen oder seine Finger davon lassen, bis einer kommt. Der davon Ahnung hat, dass noch besser ist der Fehlstromschalter. Nach einem Stromschlag zum Arzt, denn die elektrische Spannung kann die Herztätigkeit beeinflussen, das ist richtig, das ist auch wichtig. Dann gibt es hier unterbrochener Schutzleiter, das ist dieser Eurostecker, vor dem wird Panik gemacht. Es gibt hier im roten Kasten nur der Elektrofachmann. Und jetzt möchte ich an der Stelle sagen, es gibt dazu eine Berufsbezeichnung, die heißt Elektriker, ihr Arschlöcher. Und spätestens daran merkt man, dass das Buch absolute Scheiße ist. Das ist kein Elektrofachmann, das ist der Elektriker, der das macht. Und kein anderer, das ist auch kein Scheißingenieur, das ist der Elektriker. Merkt euch das. Der Ingenieur kann in seiner eigenen Bude basteln, so wie ich hier. Ich bin Elektroingenieur.
Ansonsten greife ich zum Telefon, höre und da kommt ein Elektriker. Ich darf es sogar selber machen, weil ich dieses Elektriker-Jahrbuch bekomme. Ich bin Tischler, aber ich werde es nicht tun. Ich werde hier nicht am Sicherungskasten rumspielen. Wenn der Elektrofachmann steht, habe ich einfach nur noch die Schnauze voll von dem Schinken hier. So. Kennen und Prüfzeichen an elektrischen Betriebsmitteln. Hier gibt es Tropfwassergeschützt, Regengeschützt, Spritzwassergeschützt, Strahlwassergeschützt, Hochspannungsteil eines Gerätes, Anschlussstelle für Betriebserdung. Schutzklasse 1, Schutzmaßnahme mit Schutzleiter, Anschlussstelle für Betriebserdung ist bar. Schutzklasse 2, Schutzisolierung. Naja, dafür brauchen wir wahrscheinlich das Elektriker-Jahrbuch. 1.6 Feuerschutz, damit geht's weiter. Das Buch ist sehr schlecht. Tschüss.